Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer Totally Human Summer Edition. Heute geht es um Bücher, es geht um deine Sommerlektüre. Eine der meist oder populärste Post auf Facebook zurzeit mit den Leuten, die Ferien gehen, ist: Ich gehe wohin, was kannst du mir als Sommerlektüre empfehlen? Und wir wollen den heute ein bisschen auf den Kopf stellen. Es wird ein paar Tipps, Büchertipps geben, auf jeden Fall, aber nicht nur das. Und Lea wird uns da einleiten. Ja, ein Buch hat mein Leben verändert. Und wahrscheinlich war das schon so, als ich ein Kind war. Und ich habe die Bücher geliebt, ich habe Geschichten geliebt und ich kann mich an Frederik die Maus erinnern, das Buch, das ich immer wieder erzählt bekommen haben wollte. Irgendwann wurde aus dieser Liebe zu Geschichten, Literatur, zum Lesen, zum Buch eher etwas weniger Tolles. Ich war süchtig. Ich habe mich in einem Paralleluniversum befunden. Und ich glaube, dass aus diesem Wohlsein mit den Geschichten gehen, die Neugierde, einfach mein Kopf etwas gemacht hat von, oh, das hilft dir, oh, da wirst du ruhig und bei dir, komm, das machen wir wieder und wieder. Ja. Genau. Und dann stolperte ich über die drei Prinzipien durch Shelia und das Buch The Space Within von Michael Neal. Ich habe es leider nicht hier, weil ich es immer wieder verschenke. Und es war der letzte Satz, den ich gelesen habe, bevor ich mit dem Buch auf mir eingeschlafen bin. Und der letzte Satz war: We are spiritual beings having a human experience. Und ich bin erwacht zu dem. Und ich bin wirklich mitten in der Nacht wach geworden und wusste, dass wir nicht spiritual beings, sondern one spiritual being sind. Dass 7 Milliarden, 8 fast menschliche Erfahrung macht. And I was blown away. Und seitdem lese ich nicht mehr so viel, weil das Leben so verdammt viel schöner, einfacher und klarer wurde. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Aha-Momente über Aha-Momente über Aha-Momente. Und doch liebe ich Bücher noch immer. Geschichten. Bilder, die in die Richtung zeigen. Und wir werden dir ganz viele Möglichkeiten aufzählen, wie du noch mehr in die 3P eintauchen kannst. Aber nicht musst. Und das ist für uns unglaublich wichtig. Es kann ein Satz sein, wie bei mir. Es können 7 Seiten sein. Oder ein ganzes Buch. Aber du musst nichts mehr wissen, um das zu werden, weil du es schon bist. Aber Lust und Freude, dich in diesen Texten zu suhlen, unbedingt. Ja. Genau. Ja. Ich greife den Satz auf, den du gesagt hast, Lea. Also es kann nur ein Satz sein. Und so wie du, ich war, bevor ich auf diesem Verständnis gestoßen bin, eine Bücherratte. Ich habe 2 Bücher pro Woche gelesen. Einerseits auch in dieser Ablenkungsmanöver, wenn ich in einem Buch versunken war, wurden meine Gedanken wie ruhiger und ich habe dann einfach nicht so viel Gewühlt im Kopf gehabt. Und andererseits, weil ich ständig auf der Suche war nach
Lösungen, nach Antworten, egal ob es um meine persönliche Entwicklung ging oder es in mein Business ging, ich habe gelesen, um eine Antwort zu finden auf etwas. Und ich habe damals nicht richtig wahrgenommen, dass ich diese tiefe innere Weisheit in mir trage und dort immer schauen kann nach Lösungen. Und irgendwie, nachdem ich auf diesem Verständnis gestoßen bin, hat es wie schlagartig sich gewandelt, dass ich wie gar keine Bücher mehr lese. Es ist aber nicht Absicht oder keine Bewertung in die Richtung. Aber wir hatten im Vorgespräch gehabt, ganz am Anfang des Verständnisses habe ich ein paar Bücher in die Hände gedrückt bekommen von Mentoren aus diesem Verständnis. Und ein Buch war Slowing Down to the Speed of Life von Joe Bailey. Also sich entschleunigen zu dem wahren Tempo des Lebens wäre vielleicht sowas wie die Übersetzung. Und für mich war ich in einer Zeit, als ich dieses Buch in der Hand gedrückt bekommen habe, wahrscheinlich absichtlich von meiner damaligen Mentorin, ich war in einem Rennen irgendwohin. Ich weiß auch gar nicht wohin, aber ich habe in meinem Leben damals alles schnell gemacht, schnell gedacht, schnell gehandelt. Wie in mir war dieses Dauergefühl von Dringlichkeit und dieses Dringlichkeit hat zu Daueraktivismus geführt. Und ich war in dem überhaupt nicht wohl und ich konnte aber wie nicht aufhören. Und als ich diesen Titel gelesen hatte, habe ich plötzlich vor mir gesehen, oder nee, nicht gesehen, ich habe gefühlt die wahre Geschwindigkeit des Lebens. Und die ist so viel gemütlicher, gemächlicher und langsamer, als mein aufgescheuchtes Innen war zu diesem Zeitpunkt. Und so entstand ein wunderbares Erkenntnis, was mich unheimlich entschleunigt hat, einfach aus diesem Titel. Ich bräuchte nicht mal das Buch aufzuschlagen. Vielleicht kennst du das selber, wenn du mal einen guten Titel hast. Ja. Aber wir wollten zum Schluss. Ja, genau. Ja. Ja, wir wollten das machen, genau. Also, Lea hat ein wunderbares Buch von Sydney Banks, The Missing Link. Es gehört wahrscheinlich zu der Hauptlektüre von allen, die in diesem Verständnis unterwegs sind. Ich besitze das Buch, habe es aber auch nicht gelesen, muss ich gestehen. Und wir machen das so, Lea wird irgendeine Seite aufschlagen und daraus was vorlesen. Ich sage ja Stopp, oder? Du sagst Stopp, ja. Stopp. Thought on its own is a completely neutral gift. Thought is not reality. Yet it is through thought that our realities are created. It is what we as humans put into our thoughts that dictates what we think of life. The Missing Link von Sydney Banks. Sehr schön. Dankeschön, Lea. Diese und weitere Bücher findest du unterhalb dieses Videos in unserer Bücherempfehlungskollektion, die alles mit den Three Principles zu tun haben. Und wir wünschen dir, dass deine Sommerlektüren eine Freude bringen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.